Wie gefällt euch Wien eigentlich so? Also ich bin zum ersten Mal in Wien und ich habe heute noch nicht so viel sehen können, aber morgen habe ich mehr oder weniger frei und dann schaue ich mir ein bisschen an. Aber bis jetzt sehr gut. Also. Und du? Ich war auch noch nie in Wien zuvor und so von den Leuten, mit denen man vor der Tür in einer Bar quatscht oder die man so am Stand trifft bei der Buch Wien, scheint mir das schon sympathisch zu sein. Okay. Gehen wir vielleicht in Medias Res. Ich habe mir da so einen Spickzettel gemacht. Alien, wie bist du auf den Titel gekommen? Also es gibt ja einen Alien in der Geschichte, der spielt auch eine wesentliche Rolle. Nur stand es für mich noch lange nicht fest, also bis das Buch fertig war, wie es heißen soll. Und dann am Ende war es irgendwie so das Naheliegendste. Irgendwie Alien, was es auch gleichzeitig bedeutet, das ja irgendwie Fremdsein, Fremdartigkeit und worum es auch in dem Buch eigentlich geht. Ja, spielt ja auch Einsamkeit irgendwie eine Rolle bei dem Buch. War das für dich irgendwie ein innerliches Bedürfnis, das rauszulassen, das Thema mal zu thematisieren oder wolltest du konkrete Aussage machen? Ich glaube eher, das hat sich so ergeben. Also das Thema Einsamkeit, also habe ich mir jetzt nie so überlegt. Das ist eher so eine Art zu erzählen oder irgendwie in die Charaktere so reinzufinden. Und das zieht sich schon so durch das ganze Buch, aber bewusst habe ich es eigentlich nicht gewählt. Hat das eigentlich autobiografische Züge, das Werk? Schon auch, also nicht konkret irgendwie jetzt an den Ereignissen so, aber viel so was die Figuren ausmacht in der Geschichte, ist auf jeden Fall auch Persönliches mit eingeflossen. Ja. Auch die Mutter, oder bist du Mutter? Nein, ich bin keine Mutter. Also das war so die fremdere Person von den dreien. Also bei der jungen Tochter und der älteren Schwester konnte ich auf jeden Fall viele eigene Erfahrungen mit reinbringen und ja. Mutter bin ich noch nicht. Okay. Warum Bleistift, warum nicht klassisch mit Tusche? Bleistift ist so ein bisschen mein Medium geworden, weil das irgendwie so eine bestimmte Flüchtigkeit hat, so eine Skizzenhaftigkeit, die mir gut gefällt und mit der ich auch viel besser arbeiten kann. Also, und es geht einfach schneller und ich will irgendwie schnell erzählen. Also es ist irgendwie, geht mir eher darum, um die Geschichte und nicht nochmal irgendwie so alles ausarbeiten zu müssen. Ja, du hast ja, sag ich mal, einen naiven Stil. Ist das Absicht? Jein, also natürlich hat sich da irgendwie über die Jahre oder über das Studium irgendwie so eine Art Stil entwickelt. Was hast du studiert? Visuelle Kommunikation in Kassel an der Kunsthochschule mit Schwerpunkt Illustration und Comic. Und ich bin eigentlich sehr früh abgekommen davon, realistisch zeichnen zu wollen. Und mit der Zeit entwickelt sich da auch ganz unbewusst irgendwie was raus. Und vor allem, wenn man an einer Comicgeschichte arbeitet, entwickelt sich so also der Geschichte entsprechend auch nochmal so ein eigener Stil. Was hältst du von Ihrem Buch? Hast du es schon gelesen? Ich habe das mit großer Freude gelesen, die ganzen surrealistischen Züge, diese Atmosphären und so weiter. Ich habe vorher gehört, du bist ein Science-Fiction-Fan. Ist das Jein, ja schon. Also ich stehe total auf die Alien-Filme und ich stehe auch total auf E.T. Alles, was so ein bisschen Science-Fiction angehaucht ist, aber jetzt nicht so im klassischen Sinn. Also, aber so ein bisschen so das Thema interessiert mich auf jeden Fall. Das Alien in deinem Buch, ist das eine Allegorie oder Metapher für irgendwas? Ja, kann man so sehen, muss man nicht, aber in dem Sinne schon. Also das Alien ist ja sehr eng verknüpft mit der Geschichte der jüngeren Schwester, die gerade kurz vor ihrer Pubertät steht, und da ist das Alien natürlich irgendwie so ein Sinnbild für die Fremdartigkeit ihrer selbst und die sie, aber muss man nicht so sehen. Also es kann auch einfach wirklich eine Figur sein oder ein Alien sein, den sie wirklich gefunden hat. Also ich lasse es gerne offen für die Leser.
Welche Comics liest du privat? Oh, ich lese alles gemischt, also was ich irgendwie interessant finde an den Zeichnungen, aber auch an den Themen, also da kann ich es gar nicht so eingrenzen, ehrlich gesagt. Also ich mag total die Comics von Daniel Klaus zum Beispiel, Chris Ware auch, also klassisch, so die amerikanischen Klassiker. So. Aber doch eher modernere Autoren? Ja, also so, genau. Ich habe erst recht spät auch angefangen mit Comics. Was sind deine zukünftigen Pläne? Arbeitest du schon an einem neuen Buch? Also ich arbeite an einem neuen Buch auch, aber im Moment konzentriere ich mich noch auf diese Serie, die ich gerade selber noch herausgebe, Brigitte, die auch als Buch erscheinen wird, als Sammelband. Und auf kleinere Projekte, also kurze Geschichten und dieses ganze Selbstverlegen, selber Hefte machen und auf Festivals fahren, ist gerade so mein Fokus. Wo wohnst du jetzt gerade? Berlin, glaube ich? Berlin, genau. Was hältst du von der Berliner Szene, Comiczeichner-Szene? Kommt drauf an. Also es gibt, ich kenne mich eigentlich eher in dieser Independent-Comic-Szene aus. Und in Berlin ist die relativ übersichtlich und klein, verteilt sich ja eigentlich in Deutschland fast so auf Hamburg und Berlin, kann man fast sagen. Und ich finde es super, also ich habe total viele super Leute kennengelernt, mit vielen arbeite ich dann tatsächlich dann auch zusammen und es ist ja gerade eher alles so ein bisschen so im Aufschwung, dass man irgendwie so Comics auch so ein bisschen andere Wertigkeit bekommt in der Öffentlichkeit und es macht Spaß, da irgendwie so mit Teil von zu sein. Ja, ja. Graphic Novel, das ist jetzt ein relativ neues Medium, ne? Fühlst du dich da zu Hause? Ja, also ich zähle mich selber oder ich sag eigentlich nie, dass ich irgendwie Graphic Novels mache. Also eigentlich sind es trotzdem für mich auch Comics, weil Graphic Novel ist ja eigentlich eher so ein Marketingbegriff, der entstanden ist, um Comics, die jetzt vielleicht einfach eine abgeschlossene Geschichte sind, sich mit bestimmten Themen beschäftigen, jetzt nicht irgendwie Comic-Alben oder das klassische Zeug, was man so kennt, davon abzugrenzen, das irgendwie auch so in den Handel zu bringen oder irgendwie populärer zu machen. Und ich würde sagen, ich mache gezeichnete Geschichten oder Bildergeschichten, Comics. Aber klar, also man kann es so gesehen schon zu Graphic Novel zählen, was da entsteht, aber nicht nur. Also muss man nicht so eng sehen. Siehst du dein Werk als Graphic Novel? Ich könnte jetzt einfach in die gleiche Kerbe hauen wie Aisha. Tust du auch, oder? Ja, genau. Ich bleibe hängen auf dieser Aussage. Comic versteht man ja dann doch eher als die Alben, die franco-belgischen, sag ich jetzt mal, oder US-amerikanische Superhelden-Serien, was ja eure Sachen definitiv nicht sind, ne? Naja, das ist eine wegbereitende Kultur, die Amerikaner schon seit längerer Zeit haben, die im franco-belgischen Raum seit längerer Zeit besteht, die es auch in Japan schon in den Mainstream quasi geschafft haben. Hier versucht man eben mit so einem Wort wie der Graphic Novel den Leuten nahezubringen, dass das eben auch längere, wertvollere literarische Stories sind, halt in einer eher avantgardistischen Bildwelt und so weiter. Dein Werk heißt ja RPM oder RPM oder was bedeutet das? RPM, Revolutions per Minute, ist eigentlich Umdrehungen pro Minute, wie das auf der Platte angegeben ist. Meint aber eben auch diese atmosphärische Übersetzung von Revolutionen im Minutentakt. Soll ein bisschen davon aussagen, wie schnelllebig eben eine Szene, eine Kultur, eine Bewegung sein kann. Dein Roman oder dein Buch spielt ja in den 80er Jahren in der Punk-Szene. Wie hast du da recherchiert? Ich bin natürlich über die Musik da hingekommen. Ich habe allerdings nicht beim Punk angefangen, sondern eben beim Post-Punk quasi. Was man vielleicht am ehesten kennt, sind diese Bands aus Manchester, Joy Division, New Order später. Ich bin
über die Musik zuerst dazu gekommen. Es gibt aber auch wunderbare, total trockene, listenreiche Bücher von englischen Journalisten, weil halt auch der Musikjournalismus in England sehr verankert ist. Und über viele Dokumentarfilme aus Amerika auch. Du hast ja selbst eine Band oder bist Mitglied einer Band. Erzähl ein bisschen was vielleicht über deine Band. Ich bin zu den Honeyheads gestoßen, als ich nach Hamburg kam. Es gibt die schon ein bisschen länger. Die haben auch schon damals zu Schülerzeiten die Leute aus der Turnhalle rausgespielt mit ihrem Happy-Go-Lucky-Pop, den niemand hören wollte, was ja irgendwie auch wieder so eine Punk-Haltung ist, halt in einer anderen Musikart und Weise ausgedrückt. Und das Spielen zusammen mit Leuten, man bringt ein Lied mit, die anderen steigen sofort drauf ein. Das macht mich einfach total glücklich und das möchte ich nach außen tragen. Und wie bist du zum Zeichnen gekommen dann? Zeichnen war irgendwie zu mir gekommen. Man sagte mir irgendwann, ey, du machst Comics, oder? Und ich musste dann irgendwann drauf mit Ja antworten, weil das scheinbar so daherkam und weil ich mich scheinbar eben in Bildsequenzen ausdrücke. Ich erzähle gerne doku-fiktionale Geschichten, also es muss für mich auch ein bisschen dokumentarischer Teil dabei sein. Wahrscheinlich, weil ich gerne so Persönliches lieber von außen her beschreibe, also über eine Situation, vielleicht die ich eben zum Beispiel nicht mehr selber erlebt habe, weil ich zu spät geboren bin. Post-Punk ist ja irgendwie vor meiner Existenz passiert. Und dass diese Wesen eher fabelhaft aussehen, fabelhaft ist jetzt ein bisschen das falsche Wort, kommt eigentlich daher, dass ich eben den Fokus verlagert habe, weg von der Mimik, die ja angeblich so viel verraten soll über den Charakter, halt hin zur Bewegung, zur gesamten Körperhaltung, zu vielleicht auch den Klamotten der Leute, zu der Umgebung, auch ein Raum, wo sich die Person befindet, kann die Stimmung der Person ausdrücken. So bin ich eigentlich zu diesem abstrahierten Gesicht gekommen. Hast du irgendwelche grafischen Vorbilder? Nicht direkt. Ich wünschte mir manchmal, ich könnte eben eine Art schnelle Zeichnung mit Bleistift zum Beispiel herstellen, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich muss immer lange dran rumfriemeln und den Stift ganz doll kontrollieren, obwohl ich mir das jetzt nicht dezidiert ausgesucht habe. Ich komme einfach nicht umhin, das anders zu machen. Ja, macht's beide Schwarz-Weiß-Comics, nicht koloriert. Vielleicht du zuerst. Wieso? Hat das einen Grund? Also bei Alien ganz konkret, weil es einfach einen zu großen Umfang hatte und für mich hat es einfach schwarz-weiß so am besten funktioniert. Also ich könnte es mir mit Farbe gar nicht vorstellen. Aha. Und so geht es mir eigentlich bei vielen Sachen. Es gibt auch so Kurzgeschichten, die ich durchaus auch koloriere, aber für mich in der Geschichte funktioniert es oft meistens besser schwarz-weiß. Mhm. Und du? Habe ich mir so noch gar nie überlegt, aber ein Comic ist ja sowieso eine Abstraktion von der Realität, eine Abstraktion von einer inneren Realität und so weiter. Und braucht man keine Farbe? Da braucht man nicht unbedingt die Farbe, die gibt es ja, wenn man ein Foto macht. Okay, das Foto sieht sowieso auch besser aus, wenn man es auf schwarz-weiß dreht. Passt auch zu Post-Punk generell. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Musik machen. Keine Comics mehr. Kommt bestimmt auch wieder. Es wird sich dann aufdrängen. Okay, dann danke ich schön und viel Spaß noch in Wien und schönen Abend. Vielen Dank.